so ganz entspannt. Danke, Weißer. Ohne dich hätte das sicher länger gedauert. Und ich muss mich um Life kümmern. Die Schweine haben ihm fast die Gedärme rausgerissen. Wir beide sind als Einzige übrig. Oh, stimmt. Du weißt es vielleicht noch nicht. Ich bin Chalmer an Kraid. Ich werde deine Hilfe nie vergessen. Geralt von Riva. Der Geralt von Riva? Aus der Ballade von der Zauberin und dem Hexer? Du lebst noch. Ja. Sieht so aus. Richtig, verzeih. Hab nur gedacht, dass alles so lang her ist. Mein Vater hat mir von deinen Abenteuern erzählt. Nun, was suchst du auf Undweg? Dich. Was ist mit deinen Leuten passiert? Deine Leute? Was ist aus ihnen geworden? Ach, erst gab's einen Sturm und dann kam diese verfluchten Sirenen. Ich hab sie mit einem Hornwalhorn vertrieben, aber eines Nachts war's plötzlich weg. Am nächsten Morgen hat der Riese uns überfallen, meinen halben Trupp zermalmt, hat Arvid gegen die Felsen geschleudert und sich Vigi unter den Arm geklemmt. Nur vier haben es hierher geschafft. Aber wäre alles glatt gelaufen, dann wäre die Ballade über unser heldenhaftes Abenteuer verdammt kurz geworden. Eher totgeweiht als heldenhaft. Nein, die Götter wollen nur wissen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Bald haben sie ihre Antwort. Naja, dein Vater hat mich geschickt, deswegen bin ich hier. Dein Vater hat mich geschickt. Er braucht dich auf Arzgellig. Unmöglich. Vater weiß, dass ich erst zurückkomme, wenn der Riese tot ist. Es hat sich was geändert. Auf Arzgellig wird das Schicksal der ganzen Skelligen entschieden. Sie bereiten die Wahl eines neuen Königs vor. Das Schicksal der Skelligen entscheidet sich hier. Wenn ich diese Tat vollbringe, haben die Götter mich zum Herrschen auserwählt. Die anderen Thronanwärter warten bereits in Caer Trolde. Dann muss ich mich wohl beeilen. Zeit, dem Riesen gegenüberzutreten. Kommst du mit? Naja, dein Freund braucht Hilfe. Wir sollten uns um deinen Freund kümmern. Richtig. Wir müssen seine Wunden versorgen. Das meinte ich nicht. Er ist tot. Was? Nein, der ist nur ohnmächtig. Hat nur etwas Blut verloren. Nee, der ist tot. Glaub mir. Er hat geschworen, seine Klinge ins Herz des Riesen zu stoßen. Bei den Knochen seiner Vorfahren. Immerhin hat er einen ehrenvollen Ausweg gewählt. Gehen wir. So. Beeilung, kein Herumgetrödel. Nee, mach ich nicht. Krach. Ja, hier erstmal nicht bummeln. Ich sag's dir, dieser verdammte Bastard ist riesig. Hab ich schon gehört. Jetzt müssen wir den Mann finden, der ihn die Trolle gefangen haben. Ich kann's nicht fassen, dass ich den Scheißkerl endlich habe. Noch nicht ganz. Obwohl, ich hab gerade das Gefühl, dass wir uns eher auf dem Weg zum Riesen machen. Mit ihm zusammen. Naja, man könnte sagen, ich habe vielleicht etwas die Story verschoben, dadurch, dass ich einfach querfeld eingelaufen bin. Geralt, hilf mir, das zu zerstören. So kommen wir sicher zur Höhle des Riesen. Das sollte nicht allzu schwer sein. Oh. Das ging ja anders als gedacht. Ich hätte gedacht, das wäre eher so ein Fall für Art, aber... Kälter. Kann nicht mehr weit sein. Aha. Vorsichtig. Ein falscher Schritt und er ist wach. Hey, schnell! Lass mich raus, bevor er aufwacht! Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte. Weißt du, wie Vigi noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt, Ankret? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird.
Ach, diese Entscheidung. Ich würde ganz ehrlich sagen, wir spielen das mal sicher und sagen, er bleibt einfach mal da. Obwohl, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, es passiert sowieso das Gleiche in diesem Spiel. Also wenn wir sagen, dass er da bleibt, schreit er wahrscheinlich rum und denkt, wie könnt ihr nur? Und der Riese wacht auf und wenn wir ihn rauslassen, macht er Dummheiten und der Riese wacht auf. Also im Endeffekt kommt es wahrscheinlich aufs Gleiche bei raus, aber ich tue einfach mal so, als ob wir da mit mehr Chancen hätten, dass was Gutes bei rauskommt. Also gut, dann sollte er lieber im Käfig bleiben. Was? Das wirst du mir büßen, Angret. Willst wohl den ganzen Ruhm allein einsacken? Lass mich sofort raus! Meide Schnee, okay. Halt, nicht näher ran, der gehört mir. Oh, jetzt ist er aufgewacht, oder was? Heißt das Game Over, oder heißt das, ich darf kämpfen? So, Hallöchen, Kollege. Der hat etwas mehr Power dabei, als ich gedacht hätte. Ist der besoffen, oder warum läuft er so? Hallo, mein lieber Riese. Aber wahrscheinlich befreit der Riese ihn jetzt. Okay, und dann kann er vielleicht uns doch noch retten. Mal gucken. Oder er hat bemerkt, dass wir ein Arsch sind und wird uns deswegen verrecken lassen. Ich weiß es nicht. Komm, nicht beten. Finde ich nicht nett. Finde ich einfach nicht nett. Oh, lecker. Das wird aber die Werbetreibenden freuen auf YouTube. Oh. Vigi, armer Kerl. Wir hätten ihn rauslassen sollen. Das ist nicht deine Schuld. Vigi war nicht gerade berechenbar. Vielleicht hätte er sich sofort auf den Riesen gestürzt, mit nichts als seinen Fäusten und seinem Schwanz bewaffnet. Schwer zu sagen, was passiert wäre. Vielleicht wäre der Kampf schlecht für uns ausgegangen. Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen. Naja, also jeglicher Ruhm, der mit dem Tod des Riesen zusammengehört, gebührt dir, ist faktisch falsch. Sagen wir einfach vielen Dank. Klingt jedenfalls besser als schlechter von Blaviken. Also gut, verschwinden wir von hier. Tja, gehen wir. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr zum Umsehen. Segelst du zurück nach Artskellig? Ja, schließlich werde ich gekrönt. Ich habe den Riesen getötet und Weg zurückgewonnen und meine ganze Mannschaft verloren. Wer hat sonst noch seinen Anspruch angemeldet? Sicher Blaujung Lugos und Otrik, Zwanrik. Und Ceres. Ceres? Meine Schwester! Aber sie ist... Sie ist nach Spikerok gesegelt. Sie ist nach Spikerok gesegelt. Allein. Allein? Was um alles in der Welt hat sie sich dabei gedacht? Jemand sollte ihr hinterher segeln. Diesen Blödsinn beenden. Sie ist schon wieder zurück. Und sie war erfolgreich. Oh. Sie hat sich schon immer mit mir messen wollen. Ich habe immer gewonnen. Bisher zumindest. Nun, ich muss los.
Mach's gut, Geralt. Und danke für deine Hilfe. Sehr gerne. Wohl, Ankret. So. Hilft dabei, die Thronfolgefrage auf Skellige zu klären. Wie sollen wir das denn machen? Sollen wir da jetzt mal Bescheid sagen und erstmal erklären von wegen, hey, ich würde gerne ihn auf dem Thron sehen, oder? Und die nächstbeste Frage wäre, wo sollen wir die Frage klären? Ich würde ja mal behaupten, auf Gertrolde vielleicht, aber... Ich finde es schade, dass Grimmitscher da immer... so ein bisschen sehr entspannt in der Richtung unterwegs. Ist immer sehr, ich will es nicht geizig sagen, aber halt sehr zurückhaltend. In der Richtung von wegen, wo man hingehen muss, um was zu machen. Gerade in letzter Zeit. So, Waffenbrüder Skellige. So, ich glaube, ich aktiviere mal kurz eine andere Quest und dann die wieder. Habe ich dann einen Punkt, wo ich hinlaufen muss? Nö. Ach, kein Ärger. Eine Schönfahrt, kriegst du's mit mir zu tun. Ach, ich muss einfach nur hier reinlaufen. Meister Geralt, die Wache hat dich vom Turm aus entdeckt. Ich wurde geschickt, um das Tor zu öffnen. Warum vielen Dank. Zu? Ist das die berühmte Skelliger Gastfreundschaft? Nein, es ist Tradition. Nach dem Fest wählen die Jarls den König. Da müssen die Tore geschlossen sein. Nur die Söhne und Töchter von Skellige dürfen sich im Schloss aufhalten. Tja, dann schaue ich ein andermal vorbei. Dann komme ich besser ein andermal wieder. Alle wissen, was du für Ceres und Hjalmar getan hast. Heute bist du einer von uns. Wie großzügig. Komm, Krach wartet. Wie ist die Stimmung da drin? Ruhig. Zu ruhig. Wieso das? Es gibt aufs Kellige ein Sprichwort. Auf einem guten Fest fließen Met und Blut in gleichem Maße. Das fändet ihr auf dem Festland sicher barbarisch, nicht? Ich weiß nicht. Klingt jedenfalls besser als langweilige Bankette garniert mit Hofintrigen. Ja, das... Obwohl, das ist immer sowas. Ist vielleicht Geschmackssache. Ich habe genauso wie du das Recht dazu. Und ich erwarte, dass du mich unterstützt, nicht meine Verbündeten klaust. Wenn ein Ankret die Krone tragen soll, dann... Solltest du das sein? Weil dir Flaum auf dem Kinn sprießt? Lass dir selber welchen sprießen. Vielleicht hören die Jarls dir dann auch zu. Willst du Sänge haben? Denk dran, das letzte Mal war ich diejenige, die am Schluss noch stand. Ja? Dann kämpfst du mit mir gegen die Wildkerle? Mal sehen, wer besser ist. Du oder Hjalmar, der Riesentöter? Ach, hör mit deiner Scheißprahlerei auf! Ceres, hey! Ach, verdammt! Tja, das war jetzt keine Glanzleistung. Du hast dich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Meinst du, das weiß ich nicht? Aber du hast sie gesehen, sie ist so... so... stur, jetzt auch nicht bockig. Weigert sich, auf irgendwen zu hören? Genau. Tja, da kenne ich auch jemanden. Stimmt, Armband. Ceres und ich sind in dieser Hinsicht praktisch Zwillinge. Tja, wo ist denn Krach? Ich sehe Krach gar nicht. Spricht er gerade mit den Jarls? Nein, der ist in seinen Gemächern. Zweifellos, um deine versprochene Belohnung vorzubereiten. Wenn du gerade Muße hast, Hexer, warum nicht ein paar Haken mit den Wildkerlen? Das lockert die Gelenke nach der Reise. Vielleicht später. Tja, mal gucken. Hallo, kannst du mal vom Tisch runtergehen? Tanzt die da im Essen rum? Das ist ja, also wirklich. Da gibt's ein wirklich schöneres. Hallo, Tänzerin. Ja, ja. Hm? Das ist gut, dann weißt du, kennst du sicherlich nur Gutes über mich. Ja, wie komme ich nicht wieder raus? Aus der schönen Tafel. Oh. Da ist eine Mission. Haha. Ach, das ist wahrscheinlich die Prügelrunde, wo wir machen können. Ach komm, machen wir mal. Kann nicht schaden. Hjalmar, kannst du... Ha! Erfolgreich abgelenkt. Ah, Robbenscheiße.
Guck mal, habe ich noch alle Zähne? Die meisten. Hast ganz schön kassiert. Warum lachst du? Dich hätten sie auch verdroschen. Glaube ich nicht. Ach nein? Willst du wetten? Wirf einen der Wildkarle um und du kriegst mein Schwert. Ende wie ich und ich krieg deins. Tja, da bin ich mal dabei. No risk, no fun. Du kannst mir das Schwert schon mal einwickeln. Verkauf deine Fische erst, wenn du sie im Boot hast, Wolf. Ich habe gehört, ihr macht Faustkämpfe gegen Herausforderer. Herausforderer? Nein, keiner hier ist eine Herausforderung. Wir sind hier, um zuzuschlagen, bis unsere Knöchel blutig sind. Kann losgehen. Gerne. Ja, es muss jetzt nicht gegen alle gleichzeitig sein. Wow. Die können gut zuhauen, kann man sagen, was man will. Verdammt. Ja, bam, komm mal her. Ah, verdammt. Die sind wirklich gut. Der Punkt ist, ich kann leider nicht trinken. Das wäre natürlich schön geschummelt. Alter. Und dann bin ich erstmal fast voll kaputt. Ey, was ein Arsch. Ah. Das Problem ist, mit dem Ausweichen klappt irgendwie nicht ganz so, wie ich gerne hätte. Das wird ja doch noch spannend, obwohl, nein. Oh, Adrenalin. Ah, wie mega. Ey, das ist ja fast geschummelt, dass ich das geskillt habe hier mit dem Muttergehen, Alter. Kannst du aufhören, mal aufs Maul zu hauen? Ich bin... Du schlägst gut zu. Tja, ich bin halt Hexer, was soll man machen? Aber auch, obwohl er ist auch gut dabei. Oh, was für ein Kampf. So harte Schläge. Ein Wunder, dass ihm das Hirn nicht aus den Ohren geflogen ist. Tja, ich habe die Wette verloren. Aber bei dem Spektakel grämt mich das nicht. Hier, möge es dir gut dienen. Tja, danke. Muss ich erstmal kurz ins Inventar gehen, mal schauen hier. Wie kaputt ist es denn? Steht da irgendwas? Minus 9 aktuell. Lege ich mal eins da drauf. Ja, jetzt ist wieder mehr oder weniger in Ordnung, das ist gut. Gibt es noch was, was ich vielleicht brauche? Zack, packe ich das mal wieder da rein. Ein Silberschwert mit 277 und das ist ein Silberschwert mit 283. Es ist schon schön, dass die mir alle die guten Schwerter so geben, aber ich habe viel zu viele Schwerter mittlerweile dabei. Ich muss die immer wieder verkaufen gehen. Kann ich mich hier nochmal prügeln, wenn ich wollte? Wahrscheinlich ja, ne? Ich habe gehört, ihr macht Faustkämpfe gegen Herausforderer. Herausforderer? Nein, wir sind die. Ja, nein, ich habe schon einmal gekämpft. Hast wohl deine Tage, was? Raus mit ihr, grauhaariger Arsch! Danke! Ich guck mal, dass ich vielleicht diese komische Markierung wegmache. So. Respekt, Hexer. Was soll das?